Jo Leute, willkommen zum Hashtag-Frag-Video von heute. Und dieses Mal kommt die Frage, kann man flüssigen Stickstoff atmen, wenn man die Tatsache weglässt, dass er ein paar hundert Grad unter Null ist? Ein paar hundert Grad ist er nicht unbedingt, weil so viele hundert Grad unter Null geht nämlich nicht. Wenn du über 280 kommst, höchsten Respekt dafür, dann hast du entsprechend schon die ganzen Gesetze der Physik eigentlich platt gemacht. So, also du weißt nicht genau, wo der Nullpunkt ist und hast dann einfach 280 genommen, ne? Nein, nein, ich sag, wenn er auf 280 kommt, dann ist es eine physikalische Meisterleistung, weil es eigentlich gegen alle Gesetze der Physik verstößt. Ja, was sind denn Null? 273,1415 oder 16, je nachdem, welche Literatur du da folgst. Da wirst du nicht eine Literatur finden, die dir auch nur einen dieser Werte angibt, nämlich 273,15. Was habe ich gesagt? 272. 73, ja, meine ich doch, aber hinten, ob es jetzt 1,4, 1,5 oder 1,6 ist, da gibt es Streitigkeiten. Aber 273,15. Ja, meinte ich. Hatte ich im Kopf, meinte ich, habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, nach zu viel Hashtag-Frag-Videos. Ist im Übrigen das Ich habe sowas halt im Kopf. Ja, ist das weit verbreitetste 1,5. Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Man muss überlegen, im Grunde, wenn alles richtig läuft, würde das nicht funktionieren, weil wenn du trinkst, schluckst du es ja runter in den Magen rein. Das heißt, im Endeffekt würdest du dich selbst also wenn du dann den Mund einfach zuhältst, dann würde das ja ausgasen und würde dann in deine Lunge ausgasen. Das würde also funktionieren. So, dein Magen ist geschlossen. Scheiße, das funktioniert auch nicht. Naja, theoretisch, wenn du überlegst, ist ja eine Klappe entsprechend im Hals. Und man kann auch die Sachen in den falschen Hals bekommen, wie es so schön umgangssprachlich heißt. Ja, da sind wir noch. Man müsste sich dran gewöhnen an das Ganze. Da sind wir noch nicht. Vom Magen aus in die Lunge rein. Schwierig. Ich glaube, der Magen ist nicht zu 100% garstig, deswegen kriegen wir auch Mundgeruch. Außerdem noch ein paar andere Sachen. Ja, klar, Schwefel auf der Zunge. Ich sag mal so, es könnte funktionieren mit dem Magen, aber ich würde es nicht ausprobieren. Also, kannst du auch nicht ausprobieren. So. Also ich bin der Meinung, man kann sich wahrscheinlich an das Ganze gewöhnen, dass man das Ganze hätte. Das wäre wahrscheinlich. Du kannst dich doch nicht dran gewöhnen, dich mit dich zu verschlucken. Das geht nicht. Du kannst nicht eine Flüssigkeit in deine Lungen freiwillig ziehen. Wovon ist es abhängig entsprechend, dass der Mensch überhaupt irgendwas schluckt? Hä? Na? Es gibt tatsächlich ein Körperteil in deinem Körper, das dafür sorgt, dass du überhaupt irgendwas runterstuckst. Im Prinzip stellst dir wie einen Sensor vor. Das ist der sogenannte Vagusnerv. Und es gibt dazu auch die Geschichte, dass verschiedene Leute, da gehen wir nicht tiefer ins Detail rein, das so lange trainieren, dass das Ganze nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aus Gründen, ein ganz anderes Thema halt. Schwertschlucker. Beispielsweise, ja. Ja. Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass es durchaus möglich ist, dass du die ganze Zeit das in den falschen Hals bekommst im Prinzip. Also das sehe ich anders. Aber gehen wir mal davon aus, das würde funktionieren. So, dann hast du halt eine Flüssigkeit in deinen Lungen drin, aber das ist Sauerstoff. So, das Problem. Das wird ja ausgasen in ja, der ja, Lunge. Klar. Das müsste, und damit wäre es an der richtigen Stelle. Das müsste ausgasen. Jetzt ist aber die Frage, die Lungenbläschen sind so empfindlich. Gehen die davon kaputt? Das ist kompliziert. Also das ist mal eine richtig gute Frage. Und ich bin der Meinung, wenn das Ganze von heute auf morgen passieren sollte, könnte sich der Mensch nicht dran gewöhnen. Wenn es aber ein Prozess ist, der schon über ein halbes Jahr bis ein Jahr ist, dass man immer wieder normal atmen kann und dann immer wieder dieses Flüssigsauerstoff bekäme, kann ich mir vorstellen, dass sich ein Mensch daran gewöhnen könnte. Glaube ich eher nicht, weil wenn das in der Realität die Temperatur, wäre ja, es gibt keinen Flüssigsauerstoff mit den Temperaturen, aber
Er hat ja extra gesagt, dass das nicht dabei wäre. Ja, also Ist kompliziert. ich würde sagen, ja, nein, geht nicht. Ja, Nein, 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 beides. nein, nein, geht nicht. Du kannst keinen flüssigen Sauerstoff atmen. Der gast wieder aus und wird wieder zu gasförmigem Die Sauerstoff. Frage ist halt, wo wir anfangen mit der Definition, was zählt als Atmen? Und da könnte man dann unter Umständen einen In Strick die draus Lunge machen. Wegen. bringen, meinst du? Ja, die Flüssig in Definition. die Lunge bringen. Also wenn das für dich atmen ist und dass es dann ausgasen kann, dann würde ich sagen, ja, wäre es möglich, unter Voraussetzung, dass man sich halt, dass man keine, ich glaube, minus 170 oder sowas ist es, wo Anpassen. Sauerstoff flüssig wird. Irgendwo so um den Dreh meine ich das mal irgendwo gelesen haben. Oder ob es dann Luft ist, ist auch egal. Aber ja, das ist meiner Meinung nach möglich. Wo man halt ansetzen könnte, wäre halt beim Atmen, wenn das Atmen definiert nach Duden oder was auch immer, halt als gasförmiges zu sich nehmen von irgendwas bedeutet, dann ist es halt am Atmen, wo die Definition scheitert und dann kann man halt nichts Flüssiges Naja, atmen. also wie gesagt, normalerweise, wenn das nur in die Lunge gebracht werden muss, flüssig und von da aus ausgasen muss, glaube ich ja. Ich glaube aber, es ist nicht so gesund für die Lungenbläschen, weil ich meine, die gehen unter dem Druck von Flüssigkeit da drin schon kaputt, weil die sehr, sehr fein sind. Was sagst du? Ja, also ich gucke gerade noch nach der Duden-Definition und da steht es halt mit dem gasförmigen drin. Ergo, nein, es ist nicht möglich, bloß wegen der blöden Definition von Atmen. Na gut, okay. Gut, Leute, wenn ihr Fragen habt, Hashtag fragt Klein Evo, fragt den D. Beantworten wir euch gerne. Das war echt eine geile Frage. Also sowas könnt Ja, ihr hat öfter Spaß fragen. gemacht, mal ein bisschen. Das ist komplexes Denken für uns, wo wir sagen, okay, das macht Spaß. Ja, das müssen wir dann nächstes Mal am Anfang der Aufnahmesession machen. Deswegen. Da kommen wir dann, da sind wir dann schneller auf die Antwort drauf, dass es halt nicht möglich ist wegen so einer blöden Ja. Definitionsgeschichte. Oder wenn man die rauslässt, dass es dann auch möglich wäre, aber nicht gesund. Also, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.